Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. In der letzten Folge haben wir Erlensee an unsere Brückenautobahn angeschlossen und in dieser Folge ziehen wir das ganze Ding an Kranichfeld vorbei, hinter nach Fürstenau, um zu schauen, wie gut das Ganze ist. Vielleicht können wir hier auch diese Station hier anschließen und per LKWs das auch noch hier vorschiffen. Weil immerhin wird das Ganze dann, glaube ich, ja auch hier verschifft, ne? Bedeutet, wenn wir bessere Anbindungen irgendwie schaffen könnten und hier einen zweiten Transportweg schaffen, damit es hinter zur Produktion kommt, ist es vielleicht am Ende gar nicht dumm und schlecht. Ausbauen hat sich das Ding bis jetzt noch nicht lassen, weil der Versand nicht gut genug ist. Warum sollte der Versand nicht gut genug sein? Vielleicht sollten wir doch ein paar kleine Züge auch einbauen. Wir haben mittlerweile eine Milliarde, hier steht eine Billion, aber es ist bei uns eine Milliarde, auf dem Konto. Der Flughafen hier floriert immer noch und hat tonnenweise zu tun. Kommt hier noch ein Flugzeug? Da kommt immer noch ein Flugzeug. Halleluja. Nochmal hochziehen, hochziehen. Die Leute wollen aber auch hier hin. Ey, ey, ey. Der Zug sollte immer noch gut unterwegs sein, oder? Ja, der zieht hier gut durch. Aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir müssen die Brücke bauen. Autobahn. Wir fangen mit einfach einem geraden Teil an. Das so lange wie möglich einfach über diese scheiß Welt zieht. Und bis es in der FPS wehtut. Wow. Ziel erreicht, würde ich sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel will nicht mehr. 5 Millionen Brücke. Bauen. Und sie ist gebaut. Es kommen da neue Schiffe und Züge. Ey, was wollt ihr denn von mir? So viel kann ich auch nicht bauen. Nein, was macht ihr? Designer, ich schmeiß euch gleich alle raus hier. Und wie... Oh. Das heißt normalerweise, dass das Gebiet hier hochgeht. Oder dass hier ein kleiner Hügel ist. Ich weiß nicht. Die Brücke wäre schon sehr, sehr knapp. Von der Höhe her. Kann die wieder aufholen, auf dieser Höhe zu kommen. So. Die wird aber auch schnell wieder tief, du. Hö, was ist jetzt hier? So, die Autobahn ist jetzt auch schon hier. Dann ziehen wir die hier gleich noch weiter. Wir müssen die ein bisschen anheben nochmal. Ausrichten. Wo ist denn jetzt hier die Ortschaft? Oh. Da hinten. Und dann können wir jetzt nochmal, nee, jetzt müssen wir wieder hier kurven, damit wir hier ganz außen rumkommen. Alter, ewig lange Brücke, holla die Waldfee. Und nicht nochmal weiter anheben, bitte, das ist zu viel. Einmal steigt sie, einmal sinkt sie, was wollt ihr von mir? Wir sind hier kein China, wir bauen hier nicht so eine... Wir haben hier kein monumentales Bauwerk vor, wir haben einfach nur eine Autobahnbrücke vor. Eigentlich war nicht der Plan von einer 10 Kilometer hohen Brücke. Ja, leggy leg. Aber hey.
Wer kann's, der kann's, ne? So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Wir sind in den letzten Zügen und dann schließen wir hier direkt die Autobahn an. So. Ich glaube, wir haben es. Wir sind bis hinten durch. Okay, auch nochmal. Respekt. Respekt. Wir haben es da echt. Da fehlt nur noch die andere Seite bis ganz nach oben, aber. Dann wird jetzt hier eine Hauptstraße draus gebastelt. Jetzt bauen wir dann hier in der Stadt ein bisschen rum. Große Landstraße. Wir wollen eine große Hauptstraßenspur. Dann reißen wir den erstmal hier eine Straße ab. Die merken das doch eh nicht. Geht hier so raus. Dann kriegt die halt hier noch so ein bisschen davor so einen Anschluss, falls sie wirklich mal woanders hin wollen, ne, dann können sie das so machen. Und dann soll sich das Ganze im Grunde ab hier teilen. Und dann wird als erstes mal Anschluss A, Anschluss B. Zack. Oh. Ja, da ist natürlich das Problem jetzt mit dem Linksverkehr. Man merkt mir jetzt das Problem, dass ich falsch rumgebaut habe. Weil hier kommt der normale Verkehr und hier kommt der englische Verkehr auf der Autobahn an. Ja. Da hat jemand nicht gelernt, wie man auf der Autobahn fährt. Und dieser jemand war ich. Nicht so gut, aber was will man machen, ne? Dann bauen wir hier jetzt noch eine schöne Straße durch. Damit die natürlich auch angeschlossen sind direkt. Ich glaube, man kann auch übertreiben, ne? Und das tue ich auch mal wieder. So. Deswegen tun wir das jetzt wieder schnell rückbauen, so ein bisschen. Einmal hier die Autobahn anschließen. Einmal hier Autobahn anschließen. Einmal hier Autobahn anschließen und einmal die Autobahn anschließen. Und dann ist schon alles in Ordnung. Jetzt kommen noch mehr Bombardier DB Regio Bahnen. Schick. Und jetzt können die schon von. Oh, guck mal, da kommen auch schon die ersten von da hinten. Da kommen die ersten. Die fahren zwar schon eine Ewigkeit, die sind vor 3 Stunden schon aufgefahren. Aber die ersten sind schon unterwegs. Na, schön auffahren, ne? Schön ordentlich. Da fahren die nächsten. Und ich würde sagen, weil wir es können, reißen wir den einfach hier noch in eine Stadt. Na, Landstraße nicht, sondern eine Stadtstraße schon. Wir zaubern hier mal noch ein bisschen was rum, ne? Ein kleines Stadt-Upgrade muss mal sein. Das ist natürlich jetzt Ansichtssache, aber ein bisschen Stadt-Upgrade braucht man auch zwischendurch von dem Straßenverkehr her. Und eine größere Straße ist immer hilfreich, vor allem wenn man eine Autobahn anfangen hat. Da sollte man dementsprechend motiviert sein. Und dann gibt es natürlich Stau. Stau ist so ein bisschen suboptimal. Habe ich nicht hier auch irgendwie so Spezialgebäude, Werkzeuge, Straßenknoten? Yes, da schon.
Es tut mir leid, Leute. Ich muss euch ganz kurz enttäuschen. Ich muss hier was bauen. Einfach, weil ich es noch nie gemacht habe auch. Was heißt denn hier Steigung zu groß? Willst du mich jetzt auf dem Apple nehmen oder was? Jetzt ist hier auf einmal der Steigungswinkel zu groß. Habt ihr einen Schaden? Da funktioniert doch. Alles gut. Ich weiß gar nicht, was ihr es habt. Da ist doch alles in Buddha. So, schauen wir uns doch das Ganze jetzt mal an. Wenn das ganze System wieder ins Rollen halt kommt, ne? Ein bisschen vorspulen. Das sollte hoffentlich so ein paar Verkehrsprobleme mal auflösen. Ich kaufe keinen. Entweder ich bin zu blöd oder ich habe das nicht gesehen. Weil es ist schon wieder mittlere Autobahn. Also es gibt keine Einbahnstraße jetzt für Landstraßen oder sowas. Das gibt's nicht. Leider. Da haben wir gleich denselben Verwender. Schauen. Da haben sie denselben verwendet. Von daher dann tun wir das hinten auch abmachen und dann ist das schon alles wieder im Butter. Ja, wie man es halt sehen will, ne? Teilweise fängt der Verkehr ein bisschen so nach. Und teilweise kommen schwebende Autos auf. Auch nicht so. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich geschafft habe, dass ich Stau auf einer blöden Straße habe. Wie sehr wollten die auf die Autobahn bitte? Sehen wir uns mal das Problem an. Viele wollen nach da hinten. Kann ich denen eine Möglichkeit machen, dass die da außen rumkommen? Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier einen Tunnel durchkriege. Könnte eng werden. Aber wir sehen, es staut sich sehr, ne? Nochmal pausieren und nochmal das Ganze hier abreißen. Überlegung. Konstruktion. Das geht bei meinem System nicht, ne? Straßen brauchen wir bitte wieder die Landstraßen. Hier, mittlere Einbahn. Wo sind meine Landstraßen? Mittlere Landstraße anschließen. Dann, wo ist denn die hier? Zack, anschließen. Und dann hier drüben einmal anschließen. Anschließen. Das geht immer noch, what? Schaut scheiße aus. Steigung zu groß. Da aber nicht. Hä? Okay. Let's try, würde ich sagen. Großer Kreisel. Mehr Platz gibt's nicht. Bis jetzt schaut's gut aus. Der Verkehr entspannt sich. Und wenn wir ihm jetzt hier vorne noch so ein bisschen Spielraum geben, dass wir hier vorne halt eine Vierer draus machen,
dann gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten. Upsala, jetzt. Oh, die jumpen aber von A nach B. Holla, die hui. Hallo. Ah, die sind so doof. Ich hätte ja gerne ein Straßenverkehrsmanagement-System oder sowas. Dass ich hier sagen kann, nö, ihr fahrt hier nicht so. Okay. Aber es schaut ganz gut aus. Die Autobahn wird auch fleißig benutzt. Wie schaut es hier aus? Ja, die haben eine ganz leichte, angenehme Benutzung. Die brauchen es jetzt nicht so sehr. Aber hier läuft es ganz gut. Wie schaut es bei unserer Originalstadt? Oh, holy shit. Ja, ich glaube, die brauchen auch einen Kreisel. Hier staut sich es nicht nur, hier ist mega Rückstau. Das ist ja schon fast eine A7. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das ist ein Problem für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.